Typ ist so eine Maschine, das ist nicht normal. Kriegen wir nix geschissen! Hi, gute Wie. Mir geht's heute gesundheitlich nicht so gut. Also fackeln wir heute gar nicht lang rum. Aber eine Sache lasse ich mir natürlich trotzdem nicht nehmen zu Hause. Denn ich habe ein Paket bekommen von Adidas. Was könnte das wohl sein? 5 Tage nach dem Deutschlandspiel. Ich bin gespannt. Nee, mach Sachen. Mein Deutschland-Trikot. Minimalst verspätet. Ich meine, das Spiel ist ein paar Tagen vorbei, aber ich meine, jetzt kann ich ja immer noch das anziehen. Was ist das? Da sind so Hubbel. Keine Ahnung, was das ist. Was das sein soll, aber sieht schon ziemlich cool aus. Und vor allem halt einfach der Robin auf einem Deutschland-Trikot. Wie geil ist das bitte? Ist eigentlich ein Frankfurt-Trikot dann sozusagen, solange er bei uns ist noch, ne? Also, ich bereue nix. Hauptsache ein Adler auf der Brust, ne? Und ich meine, vor 10 Jahren war es eigentlich ganz geil als deutscher Frankfurt-Fan. Da hatte man ein erfolgreiches Team, was man supportet. Und die Eintracht. Ich kann fast gar nicht in Worte fassen, wie egal mit der Gewinn der Weltmeisterschaft im Vergleich zu den Titeln mit der Eintracht, die ich miterleben durfte, sind. Also das ist wirklich, das ist schon... Sprachenlernen, Bubble. Wie seht ihr, ich bin sprachlos. Es gibt keine Worte, die diese Größe an Unterschied beschreiben können. So, das ist so. Also ein Titel mit dem eigenen Verein ist einfach für mich als Frankfurt-Fan viel krasser. Viel krasser. Ich bin jetzt 26 und wir haben eigentlich nur gelitten bis 2018. Na gut, 2014 ein bisschen auch noch okay, aber ansonsten... Und nein, es geht nicht nur um Erfolg. Aber das Ranking ist halt ganz klar. Frankfurt auf der 1, auf der 2, der 3 und der 4. Aber dann kommt Deutschland. Ne? Ist auch nicht schlecht. Also zuerst einmal muss ich mich beim DFB entschuldigen. Die Bodenplatten waren nicht nur wegen dem DFB da, die sind anscheinend jetzt einfach da. Es war auch endlich mal wieder eine Choreospende. Hund, wenn nicht gespendet hat. Du bist Schande! Ohne Spenden keine Choreos, Leute. Merkt euch das. Ich sage, heute gibt es genau 2 Möglichkeiten. Richtiges Drecksspiel, also so ein richtig abartiges Kackspiel, wo man sogar so, wo einem langweilig wird im Stadion, was wirklich schwer ist. Oder wir klatschen die weg. Weil die Länderspielpause kam für uns eigentlich genau richtig. Wir können die Leute wieder ein bisschen mehr aufs Fitnessniveau holen, vor allem Ekitike. Angeblich laut Topmöller ist er jetzt ja auch ein bisschen mehr in Form. Dass er jetzt in den letzten 3 Wochen jede Trainingseinheit hier mitgemacht hat, dass er körperlich jetzt auf einem anderen Niveau ist. Er sprüht auch vor Tatendrang. Das heißt, nicht ab der 50. Minute krampfen wieder die Waden, sondern er kann vielleicht auch ein bisschen länger spielen. Vielleicht reicht heute für 60 Minuten. Nee, Spaß beiseite so. Das Talent von ihm ist ja unverkennbar. Also ich weiß nicht, wenn ihr es nicht seht, seid ihr das Problem. Das ist wirklich krass, was der kann oder könnte. Aber er muss halt jetzt auch mal langsam zeigen, ne? Na klar, man weiß ja. Talent unbezahlbar. Aber Leistung ist das, was zählt. Statistiken ist das, was uns nach vorne bringt. Und das brauchen wir. Und wir müssen auch mal wieder das Stadion abreißen. Wir brauchen mal so ein 3-0. Klar, Union ist ein sympathischer Verein, aber sind die abstiegsgefährdet? Nee, oder? Also ich hoffe halt, dass sie nicht absteigen so, weil die haben schon stabile Fans. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben jetzt auch keine krasse Feindschaft mit denen. Zumindest weiß ich von nichts. Vielleicht bin ich auch das Problem und weiß es einfach nicht. Aber schauen wir mal rein, ne? Ah!
So, Mann, Hoffenheim und Wolfsburg. So füllt man übrigens einen Gästeblock, ne? Und die kommen übrigens aus Berlin. Das heißt, sie sind, keine Ahnung, 8 Uhr morgens los oder so. Ich glaube dran. Also mir wurde von einem Wahrsager hinter mir gesagt, dass der Hugo sein erstes Tor macht heute. Schauen wir mal, wie gut seine Kristallkugel ist. Yeah.
Ach, das kannst du ja doch wieder keinem erzählen. Ja, okay. Es war für 0-0 gut. Stimmung war gut. Aber dass wir einfach... Ich finde schon wieder gar keine Worte, ne? Wieder gegen eine Mannschaft von da unten kriegen wir nix geschissen. Nix. So halbgefährlich. Wir sind ja sehr, sehr oft halbgefährlich, aber nie so... Also, ich finde keine Worte dafür. Findet ihr noch Worte dafür? Sagt ihr es mir. Und hört auf mit Topmöller raus, nervt mich nicht. Und ja, Leute, Zeitspiel fuckt ab. Aber was erwartet ihr denn, wenn wir 90 Minuten zu blöd sind, den Ball reinzumachen? Natürlich spielen die auf Zeit, ist doch klar. Mal so eine rein hypothetische Frage. Ist die Grundvoraussetzung, um Schiedsrichter beim DFB zu sein, eigentlich eine Abneigung gegen Eintracht Frankfurt zu haben? Sagt ihr es mir. Der Einzige, der meiner Meinung nach jedes Spiel zerreißt, ist der Koch. Also ich bin ja schon langsam fast ein kleiner Fanboy hier. Oder? Schon gut, ne? Der ist schon wirklich gut. Heide!